Kapitel 16. So stehen wir uns gegenüber. Der Wind rauschte durch die Gräser. Die Sonne schwand weiter und weiter hinter dem Horizont. Orangenlicht schien immer noch, als die Gruppe wieder gemeinsam stand. Es war soweit. Die Begegnung, die von Anfang an in den Sternen geschrieben stand. Und so trat Funkenherz alleinig vor. Sie würde sich als Erste offenbaren, in der Hoffnung, mehr Vertrauen zu kreieren. Was nicht hieß, dass auch nur ein anderes Pokémon nicht bereit war, augenblicklich zu handeln. Sollte ein erster Angriff fallen. Für den Moment war Funkenherz jedoch auf sich alleine gestellt. Zwei Stufen trat sie hinab. Drei. Dann noch ein Blick zurück. Kurz bevor sie den Punkt erreichte, an dem die Treppe eine Kurve schlug, blickte sie noch einmal kurz zurück und nickte entschlossen. Anschließend klopfte das Luxio vorsichtig an die Steinwand. Sie wollte gehört werden. Und das wurde sie auch. Ist da jemand? Wer? Bist du es, Sakit? Floink hatte also kein Wort verraten. Eine große Hilfe. Nein, ich bin es. Vorsichtig blickte Funkenherz um die Ecke, wo bereits nach wenigen Stufen der Grund flach wurde. Sechs Pokémon warteten in der wahrlich ewigen Höhle. Vor einem seltsam schwebenden Gegenstand. Latias und Latios, Floink und Flamiau, Sumpex und natürlich Günther. Gerade erstere war am überraschtesten, doch auch am erfreutesten über die neue Ankunft. Sofort schwebte der rote Drache an Funkenherz Seite. Funkenherz, was machst du denn hier? Wie kommst du hierher? Wie lange ist es inzwischen her? 2 Jahre? Es ist dir gut ergangen in der Zeit. Aber die wichtigste Frage zuerst. Hat Omegon dich geschickt? Als Verstärkung? Was wäre jetzt die richtige Antwort? Ja, also... er hat mich auf die Reise geschickt. An diesen Ort, aber... Ich bin nicht seinetwegen zu euch gekommen, sondern wegen uns. Und dafür hast du so viel Arbeit auf dich genommen. Ich will gar nicht wissen, was du alles tun musstest, um uns zu erreichen und zu finden. Du bist ja aber über die aktuellen Gefahren im Klaren, nicht? Omegon hat mich nicht ohne Grund losgeschickt. Zumindest schien erster Rückhalt durch die Überraschung langsam zu schwinden, als Günther etwas lockerer wurde. Was allerdings nicht Funkenherz Respekt minderte. Es war für sie das erste Mal, dass sie das Impergator als solches treffen sollte. Du kommst zu einem sehr unpassenden Zeitpunkt. Oder vielleicht auch sehr passend, je nach deinen Erwartungen. Du weißt bestimmt von den Verbrechern, die diesen Weltenbaum vernichten wollen. Sie haben es offensichtlich hergeschafft. Floink und Flamiau haben deutliche Spuren ihrerseits gefunden und das nur eine Stunde Fußmarsch entfernt. Sie könnten jeden Moment hier sein. Sie werden kommen. Ansonsten wären sie nicht so nahe an Silberdorf. Es ist möglich, dass Darkrai höchst selbst dahinter steckt. Jetzt braucht es eine geschickte Überleitung. Oder zumindest eine, die nicht augenblicklich Gewalt entflammen ließ. Ich bin auch nicht alleine gekommen. Allein hätte ich den Weg niemals geschafft. Ich habe ein paar neue Freunde mitgebracht. Wir sind gemeinsam gereist. Freunde? Wer sind sie? Und vor allem, habt ihr ein Lager errichtet? Wenn ja, dann könnten eure Spuren für Floink und Flamiau wie die des Feindes gewirkt haben. Na, sie... Kommt rein! Die letzten Worte waren die lautesten, denn sie sollten das obere Ende der Treppe erreichen. Die Zeit war gekommen. Die Zeit der Begegnung. Asche trat natürlich voraus, mit erhobenem Kopf und stolzem Schritt.
Sol und Latira folgten direkt. Gerade letztere, sichtlich unsicher. Und gleichermaßen warf sie viele Fragen auf, durch bloße Präsenz, speziell natürlich in den Äon-Geschwistern. Du? Wer seid ihr? Nein. Die Frage ist falsch. Ich weiß, wer ihr seid. Ein Vulpix und ein Fukano. Von ihnen hat Omegon am ersten Tag gesprochen. Ein Vulpix und ein Fukano auf der Jagd nach Zerstörung. Wie seid ihr hergekommen? Was wollt ihr wirklich? Und weshalb? All die vorige Aggression kehrte vielfach zurück. Doch zumindest ein Angriff folgte nicht sofort. Scheinbar wollte Günther wahrlich antworten. Und jene konnte nur einer geben. Funkenherz hatte sich etwas zurückgezogen zu ihrem Freund und Partner, während Asche an die Spitze der Gruppe trat. Ich erlaube mir, in unser aller Namen zu sprechen. Denn mein Name ist Asche und ich führe unsere bescheidene Gruppe an. Du musst Günther sein. Nach all den Geschichten und Erzählungen ist es mir eine Ehre, dich, euch alle wahrlich in Person zu treffen. An meiner Seite steht mein Bruder Sol, das Fukano dort. Auch gehört zu uns Latira, die dritte Äon-Schwester. Äon-Schwester? Aber was wollt ihr? Ihr seid hier, um unseren Weltenbaum zu zerstören, habe ich recht. Es abzustreiten wäre heuchlerisch. Und es ist, weshalb wir reisten. Wir alle stammen aus fernen Weltenbäumen. Aus Weltenbäumen, die im Sterben liegen. Ihr kennt die Geschichte bereits nicht. Omegon, euer Lord, euer Herrscher, euer Gott. All die Kraft der Materie, all die Lebensenergie sammelt er in sich, stiehlt sie von unseren Heimaten. Der Prozess ist weit fortgeschritten. Weit. Wir stehen als letzte Bastion unserer Welten. Denn Omegon steht kurz davor, sie alle zu vernichten. Wir kämpfen, da wir keine Wahl haben. Wir zerstören, weil wir es müssen. Omegon muss sterben, ansonsten werden es all unsere Weltenbäume. Und leider, so funktionieren unsere Reiche. Leider muss Omegons Tod mit jenem eures Weltenbaumes einhergehen. Wir sind durch alle Weltenbäume gereist, haben nah und fern Unterstützung gefunden, selbst unter jenen, die einst Omegons Wort gehorchten. Wir haben Kämpfe gegen gottgleiche Wesen führen müssen, Stimmen des Lebens, Nachfahren Omegons, Verräter mit seiner Kraft. Nachfahren Omegons, aber es geht ihnen gut und ihre ganzen Familie. Es wurde niemand verletzt, weil sie hat selber gesehen, dass wir im Recht sind, bevor es eskaliert ist. Ihr Wohl ist aber nur temporär, wenn wir euch handeln lassen. Und du, Funkenherz, du hast dich einlullen lassen. Du gehörst zu ihnen. Ich habe mich nicht einlullen lassen. Omegon hat mich als Spionin in dieses Team eingeschleust, aber in allem, was ich sehen musste, in den sterbenden Weltenbäumen. Ich konnte ihm nicht mehr gehorchen und ich habe auch diese Pokémon kennengelernt. In keinen von ihnen ist auch nur ein böser Knochen. Also nein, ich habe mich nicht einlullen lassen. Ich habe mich selber überzeugt und reflektiert. Sol hat mir durch meine Zweifel zur Seite gestanden und sie alle haben mich nie dafür verurteilt, dass ich bei ihnen als Spionin stand. Sie haben mir geholfen, das Weltbild zu verstehen, zu welchem jedes Teil des Puzzles passt. Was du hier sagst, ist also, dass du in diesem Krieg schon beide Seiten verraten hast. Du denkst, dass wir dir so einfach verzeihen wie diese Pokémon. Und du denkst wahrlich, dass wir euch einfach so glauben. Wenn denn so viele Welten in Gefahr wären, wie kommt es dann, dass im Verlaufe von Jahrhunderten verteilt auf 4 scheinbar sterbende Weltenbäume exakt 5 Pokémon jemals aktiv wurden? Wenn eure Welten in so großer Gefahr sind, weshalb handelt außer euch niemand? Wenn sie in so großer Gefahr sind, weshalb handelt ihr?
Omegon steht uns auf den Schritten der Reise bei, berät uns, gibt uns Kraft, denn er kennt die Gefahr. Eure Weltengeister, sind sie heute hier? Dies ist Omegons Reich. Hier können sie uns nicht zur Seite stehen. Doch wie? Was denkst du? Wie hätten wir es überhaupt an diesen Ort geschafft, wo Omegon doch jede Verbindung gekappt hat? Wie hätten wir jeden einzelnen Weltenbaum erreicht, wenn nicht durch göttliche Hilfe? Omegons Einfluss ist weit stärker, denn seine Macht sollte Fünfen gehören. Er handelt mehr, denn er hat die Macht dazu. Und das, Günther, das ist das Unrecht unserer Zeit. Günthers Blick blieb kalt. Er blickte auf den Boden und anschließend trat er einige Schritte zu Asche. Dieser blieb ruhig sitzen. Für einen Moment geschah nichts. Ihr lasst etwas aus. Etwas Wichtiges. Ohne zu zögern griff Günther an mit bloßer Kralle. Gestoppt wurde der Angriff von Darkrai, welcher sich erneut in den Schatten versteckt hatte. Durchgehend bereit, falls ein solcher Fall eintreffen würde. Günther blickte zufrieden auf seinen alten Feind, als er wieder zu seinem Team trat. Darkrai. Darkrai, Darkrai, Darkrai. Es ist lange her. Und doch traust du dich wahrlich, dein Gesicht hier zu zeigen. Vor uns. Es war zu deutlich. Alles, was hier passiert, trägt deine Handschrift. Selbstverständlich bist du es, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Ich habe keinen einzigen Faden gezogen, Günther. Keinen. Ich bin nur ein Begleiter. Denn dachtest du, auf dieser Mission würde ich erstummen? Ich habe immer meine Weltengeister verteidigt und ich werde das auch immer tun. Der einzige Unterschied ist, dass ich dieses Mal schwächer bin. Aber nicht alleine. Denn die Bewohner der anderen Welten werden aktiv. Auch wenn du es nicht sehen willst. Ich stehe für dieselben Dinge ein wie damals noch. Für alles, was Omegon als Sünde beschimpft. Da es seinen Schandtaten entgegensteht. Wir haben diese Geschichte schon einmal gehört. Und zwar aus deinem Mund. Und noch einmal. Aus den Mündern jener, die dich begleiten. Wir haben es alles immer aus einer einzigen Quelle vernommen. Das ach so große Unrecht Omegons. Das müsste einem beinahe zu denken geben. Warum bist es immer alleine, du Darkrai? Ich bin nicht alleine. Hinter mir stehen Millionen Pokémon. Und vier Götter. Ich sehe hier weder Millionen Pokémon, noch irgendwelche Götter. Alles, was ich sehe, sind Feinde. Alte Feinde, neue Feinde, alte Freunde, heute Feinde. Wofür sprecht ihr? Wofür diskutiert ihr? Euch müsst ihr inzwischen das Bewusstsein erreicht haben, dass ihr uns nicht von eurem Märchen überzeugt. Also warum redet ihr? Ist es Leichtsinn? Ist es viel zu großer Optimismus, oder? Ist es vielleicht Furcht? Wisst ihr, dass ihr einen Kampf nicht gewinnen könnt? Dass ihr unterlegen seid? War euer ganzer Plan, hier und heute vor uns zu treten und uns versuchen, dieselben alten Lügen aufzutischen? Hoffen, dass wir sie glauben, nur weil heute 5 Pokémon stehen, anstatt eines? Ob ihr es denkt oder nicht, wahr bleibt es. Ihr seid unterlegen. Und das wisst ihr. Eure Worte haben keinen Effekt. Also überlegt euch gut, was ihr nun tut. Ihr könnt gehen. Niemand wird euch stoppen. Noch ist es nicht zu spät, diese Höhle zu verlassen. Also, antwortet. Was soll es sein? Asche blickte ab von Günther, dem großen Anführer, und legte Blicke auf all die anwesenden anderen Pokémon. Latias, Latios, Sumpex, Floink, Flamiao, was waren ihre Gedanken? Stimmten sie dem Anführer zu? Scheinbar, denn sie alle waren bereit für einen Kampf.
Auch handelte nun Günther wieder die Lage selber erkennen. Und mit einem scharfen Wasserangriff, vermutlich einer Kalklinge, schnitt er ein Seil an der Höhlendecke hindurch. Es war keine Falle, wie Asche im ersten Moment fürchtete. Es war ein Gitter. Ein simples Gitter, welches zwischen Günthers Team und Omegons Herz herabstürzte. Es wäre nicht schwer, dieses zu beseitigen, wenn man nur ein paar ruhige Minuten hatte. Und das war der Grund, weshalb dieses Gitter überhaupt existierte. Und glaubt nicht, dass ihr einen Kampf gewinnen könntet, indem ihr einfach an das Herz geratet. Wenn ihr diesen Weltenbaum zerstören wollt, dann müsst ihr an uns vorbei. Nicht mehr und nicht weniger. Worte sollen also wirklich keine Macht mehr haben. Nicht. Bitte hört uns doch einfach an. Glaubt ihr mir etwa nicht? Wir sind doch ein Team, oder nicht? Wir waren es wohl. Außer du zeigst, dass du dem Team immer noch treu bist. Und das tust du, indem du dich hier und jetzt auf unsere Seite stellst. Sekunden der Stille, keine Handlung. Gut, ich habe es gehofft, aber es soll wohl nicht sein. Latias, Latios! Beide der Angesprochenen wirkten nach Funkenherz Worten ein wenig unsicherer als Günther. Ein wenig. Aber das Misstrauen Darkrai gegenüber überstieg jedes andere Gefühl. Und so zogen beide Äonen-Pokémon Steine hervor und wurden von grellem Licht umhüllt. Es war Mega-Entwicklung. Ihr habt den Stein damals wirklich noch gefunden? Im Labyrinth, also war die Reise nicht umsonst? Erinnerungen schienen Latias aufzuwallen. Doch sie selber kämpfte gegen diese an. Dieses Pokémon, es konnte nicht echt sein. Es konnte nicht echt sein. Darkrai musste seine Finger im Spiel haben. Sie könnte nicht wirklich eine Schwester vergessen haben. Hatte sie sie überhaupt wahrlich vergessen? Nein, Zweifel war nicht möglich. Die Gerechtigkeit stand an erster Stelle. Die Rettung einer Heimat. So stehen wir uns gegenüber. 5 gegen 6. Helden und Anti-Helden. Lange haben wir auf eure Ankunft gewartet. Es wird eine letzte Schlacht. Also, macht sie spannend. Ein letztes Mal wandte sich das Impagator zu seinen eigenen Freunden um. Freunde, ein weiteres, ein letztes Mal. Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. Kämpft!